einen. Wunderschönen guten Morgen, Leute. Wie ihr seht, hier hinter mir, die Sonne scheint. Wir haben heute tatsächlich anscheinend Glück mit dem Wetter, zumindest am Vormittag. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine Leute. Das Bike Festival ist abgesagt. Ich bin gespannt, wie es mit Swatch 9 aussieht. Ob die da in Sölden wirklich durchziehen oder ob die auch sagen, yo, das macht keinen Sinn, das ist zu gefährlich und so weiter. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt gleich schon ganz früh um 9 Uhr am Lift treffen, um ja, die Zeit möglichst gut zu nutzen. Gestern hat es leider nicht geklappt, dass wir die Lines, oh Gott, die Sonne, dass wir die Lines alle gefahren sind, die ich unbedingt fahren wollte, weil ja, wir einfach dann dem Marvin erstmal alles so zeigen wollten. Ja, also heute sieht die Sache aber ein bisschen anders aus. Gibt ja so ein paar Lines wie die Ferry Line, ey, die es seit jetzt schon längerer Zeit gibt und ich die immer noch nicht gefahren bin. Und ja, wir werden mal sehen, was der Tag bringt. Werden das Wetter vor allen Dingen genießen. Das ist wahrscheinlich das, ja, der letzte Tag hier, wo jetzt die Sonne scheint und wo wir einigermaßen gutes Wetter haben. Und das müssen wir natürlich mitnehmen. Die Michi gestern sehr stabil gefahren. Mir war doch besser als gedacht, oder? Mit dem ganzen Regen. Ich finde, man konnte schon gut fahren. Ja. Ich finde auch, kein Matschreifen gebraucht. Aber den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Vielleicht brauchen wir den Matschreifen morgen noch. Ich habe auf jeden Fall alles mit. Typus Milch. Tire Booster, alles am Start für den Notfall, ne? Vielleicht, wenn das Wetter so übertrieben beschissen ist, vielleicht machen wir einfach, weiß nicht, Leogang ein bisschen Hangman 2 fahren oder sowas, was weiß ich. Gucken wir mal. Wie immer sind wir zum Warmrollen dann auf den Panorama Trail gestartet und ich muss sagen, in so einem schönen Licht bin ich noch nie auf diesem Trail gewesen. Es war wirklich, wirklich wunderschön, weil die Sonne noch relativ tief stand und es fast so war, als wäre es irgendwie schon abends in den Golden Hour Stunden. Alter, ist das zerbombt, ey. Anschließend haben wir uns dann dafür entschieden, mit dem Shutback Express hochzufahren und uns auf den Weg zu machen Richtung Ferry Line. Was am Ende dieser Line dann für mich das Resultat war, hat mich ein bisschen überrascht, aber dazu mehr später. So, heute mit mehr Panorama hier. Zu kurz. Oh. Oh, Mann. Junge. Oh. Hier machen wir uns jetzt auf den Weg zum Ferry Line.
ist an der Zeit. Ah, okay. Aber das werden wir auch heute wahrscheinlich mehrfach fahren hier. Boah. Boah, okay. Mal ein bisschen wissen. Aber eigentlich ganz gut gebaut. Aber ich kann hier vor den Anliegern scheppert das so rein hier. Fühlt mich echt schwer. Ey. Puh, so. Transferstück jetzt erstmal. Ich glaube, das kennen die meisten ja. So. Ich melde mich am Einstieg der Ferry Line. Dann geht's auf den First Ride Ferry Line ever. So. First Ride Ferry Line. Hier sind auch schon die Steine alle rausgekommen, ey. Ferry Line ist ja eine rote Line, so ein bisschen beschrieben als ja auch Jump Line irgendwie. Bin ich gespannt. Hier X-Line neben uns. Sieht tatsächlich von den Bedingungen her jetzt gar nicht so schlimm aus. Das könnte vielleicht gehen. Hier sind jetzt, weiß ich auf jeden Fall von einigen Videos, dass hier so ein paar Stellen sind, ein paar Jumps, wo man nicht so genau einsehen kann, wo die jetzt hingehen. Deswegen auf dem First Ride, boah, vielleicht nicht direkt hier jetzt richtig Gas geben. Hier, ja, da weiß man nämlich dann nicht, wo es hingeht. Das heißt, hier würde ich euch echt empfehlen, auf jeden Fall die Strecke so ein bisschen zu lernen vorher. Das ist einfach echt hier auch ein bisschen tricky. Puh, boah, ich brauche eine Pause. Ich habe eine Pause eingelegt. Also im oberen Teil sehr schwierig, irgendwie Speed zu bekommen mit dem Downhill-Bike. Ich glaube, hier so mit dem Enduro-Bike ist man hier, glaube ich, ganz gut bedient auch. Und man muss wirklich laufen lassen. Also muss die Strecke ein bisschen kennen und wirklich hier einfach laufen lassen. Oh, ey. Damit man hier vorwärts kommt. Hier sind irgendwie viele Möglichkeiten zu springen, sieht man aber nicht so richtig. So richtig krass flowig ist auch nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch rot. Also hier bin ich jetzt ja fast auf Null, ne? Da weiß ich wirklich nicht, wie schnell ich fahren soll. Krass. Sprung. Nach dem Stück Ferry Line, auf das ich mich ja eigentlich so gefreut hatte, habe ich mich dann entschieden, dann doch das Stückchen X-Line zu fahren bis zur Mittelstation, um auch mal zu checken, wie da so die Bedingungen sind, damit wir die später am Tag halt vielleicht auch nochmal fahren können. So, wir haben uns jetzt entschieden, das eine Stück hier X-Line zu fahren, weil wir gesagt haben, hey, das Ferry Line ist so anstrengend. Und wir wollen halt mal gucken, wie die Gegebenheiten hier sind.
Danke. Er ist einfach bekloppt. Junge, das ist gar nicht meins. Das war knapp. Knapp Brot aus Maul. Aber es ging gut, ne? Also ist schon was anderes mit 27,5. Da die meisten unserer Truppe nicht so begeistert waren von der X-Line und die ja dann ab der Mittelstation eigentlich erst wirklich dieses ruppige Gedönse kommt, haben wir uns dann entschieden, den Spaß an erster Stelle zu stellen und dann doch nochmal hochzufahren komplett, um auf den Hackelberg zu fahren. Und ich kann euch sagen, Leute, das war eine gute Idee, weil bei dem Wetter Hackelberg-Trail fahren, einfach wunderschön. Ein Stückchen X, da hat mir wirklich Bock gemacht eben. Was ich mich jetzt halt frage ist, weil das war wirklich krass ausgewaschen, so kann ich das nicht. Wie schlimm ist das dann im unteren Teil, wo es ja, wie man weiß, noch ein Ticken wilder ist. Ich meine, dann geht's ja wieder. Aber das eine Stück, das wird schon wild sein halt. Aber ich glaube halt die Jungs hier, eigentlich mehr Bock, so flowig langleitig zu fahren und nicht sowas. Deswegen mal gucken, ob ich vielleicht Michi und Paul überredet bekomme. Oder vielleicht auch einen von der anderen Gruppe. Mal gucken, vielleicht das mag auch einfach sein und haben zum Ende der Saison einfach nur so ein paar Spaßlaps. Gucken wir mal. Jetzt erstmal Shutback Express. Nee, Shutback Sprinter. Und hoch. So, eine Runde ohne Hebel. Die Jungs wollen sich das Road hier bei uns machen. Stopp! Gib!
Leute. Auf dieser Abfahrt vom Ackelberg Trail ist mir einfach mal aufgefallen, was es doch für einen Unterschied macht, wenn man Lines mehrfach fährt. Irgendwie neige ich dazu, immer wenn wir in Österreich sind, dass wir wirklich irgendwie Line für Line fahren und alles irgendwie nur ein- und maximal zweimal abklappern. Und jetzt fing es endlich mal an, dass wir eine Line irgendwie besser kannten. Und dann fühlt sich das Ganze auch schon mal ganz, ganz anders an. Einen Ticken aktiver gebraucht. Alter! Der Feind ist groß hier. Boah, Digga! Da haben die Bremswellen mich jetzt fast aus der Kurve gehauen. Double hier, ne? Das ist nicht so wahr. Thank you.
Auch wenn die Strecken wirklich mega zerbombt sind und Bremswellen überall zu finden sind, hat mir diese Abfahrt einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es war so geil, nochmal mit schönem Wetter auf den Trails zu sein, so bevor der Herbst kommt. Und vor allem wusste ich an dem Zeitpunkt ja noch gar nicht, was tatsächlich die nächsten Tage hier in Österreich auf uns wartet. Und umso mehr konnte ich das Ganze einfach genießen und die Zeit in vollen Zügen mit den Jungs hier auskosten. Pump check. Get down your bike. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Keine Chance. Es geht mit dem auf jeden Fall einfacher. Geil ist aber auch nicht. So, wir haben gerade Mittagspause unten am Spar gemacht. Und jetzt kurz Pumptrack warm rollen gewesen, was für den Morco gar nicht geklappt hat. Und jetzt einmal hier auf entspannt die Blue Line abrollen. Hier soll ja auch ein bisschen was neu gekommen sein. Bin ich ja gespannt, was sich hier getan hat. Auf jeden Fall. Hey, cool. Die ist auf jeden Fall gut in Schuss. Weniger Bremswellen irgendwie bisher. Hier ist natürlich auch nicht so steil gerade. Das heißt, wird nicht so schnell. Habe ich gerade hier gelobt, was Bremswellen angeht. Hier kommt mir auch null bekannt vor gerade. Ist das auch neu? Ich kann mich echt null dran erinnern. Alles in allem muss ich sagen, dass die Shaper sich ordentlich Mühe gegeben haben in diesem Jahr. Die Fairy Line, die bin ich ja das erste Mal gefahren und die ist ja schon ein bisschen länger neu. Allerdings auf der Blue Line oder an dem Ende jetzt von dem letzten Trail war es einfach so, dass überall irgendwie neue Abschnitte waren. Oder auch auf dem Monty und auf dem Panorama, überall hat sich so ein bisschen was getan und definitiv ist Saalbach nicht irgendwie am Schlafen, sondern tut richtig was. Erinnert mich ein bisschen an den Bikepark Willingen, der auch in den letzten Jahren ein bisschen was verändert hat und dort auf jeden Fall die richtigen Schritte in die richtige Richtung gemacht hat. Ich kann nur sagen, ich freue mich schon auf die nächste Saison und dann wieder hier zu sein, denn irgendwie zieht es mich ja immer wieder hier nach Saalbach und da bin ich auch ganz froh drum, weil man kommt hier an und ist irgendwie direkt zu Hause, kennt sich aus und das ist einfach ein schönes Gefühl. Für mich ist es hier immer am meisten Urlaub irgendwie, auch wenn wir letztens erst ein wunderschönes Gebiet mit einem See noch dazu hatten. Okay.
Dankeschön. Ja. Oh, ist hier Doppelslalom. Oh, was hier? Zwei Linien? Oh. 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 Ein bisschen fluffig als. Das ist mir jetzt tatsächlich schon zu viel. Wollt ihr schon wieder Pause machen? Ich habe halt dieses Video, wo hier Knossi und die anderen Streamer und Joey Kelly und so Fahrrad gefahren sind. Muss ich gerade dran denken. Ich glaube, irgendwer hat hier einen Wallride. Oh, oh, weggerutscht. Beziehungsweise ist da so falsch hochgefahren oder sowas. Na kurz meine Arme schonen hier. Halt richtig Bock noch, aber hier solche Sachen, die fressen einfach Kraft. Die GDH-Teamgriffe. Bist du noch hier, als die Bremsen vom Sender nicht funktioniert haben? Runter. So, Leute, wir sind zu Hause im Hotel und gehen jetzt gleich was essen. Wir haben heute so gute 4 bis 5 Stunden sind wir Rad gefahren, waren unterwegs. Das war schon anstrengend. Ich habe auch gerade erstmal einen kurz Powernap machen müssen. Und wir haben aber, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, wo wir nämlich langsam so gemerkt haben, boah, richtig müde. Und dann haben wir auch von hier aus, ich glaube, 4 oder 5 Helis gesehen. Da ging es dann ordentlich rund. Aber es war ein mega guter Tag. Wir haben das Wetter perfekt ausgenutzt, auch wenn ich mich nicht ganz dran gehalten habe, was ich eigentlich für ein Video drehen wollte. Aber so ist es halt manchmal. Da stand dann irgendwie einfach im Vordergrund, Fahrradfahren zu gehen und nicht so sehr das Video halt fertig zu drehen. Ach, morgen müssen wir mal gucken, wie viel wir tatsächlich noch fahren können, denn es ist ja ziemlich schlechtes Wetter vorhergesagt. Ob das dann am Ende so kommt, müssen wir natürlich dann mal schauen. Aber im Grunde genommen sollte es Unwetterwarnung überall für morgen und wir müssen einfach mal gucken, ob sich fahren lässt. Es soll sogar schneien. Wenn es schneit und die Lifte haben auf, dann fahren wir auf jeden Fall nochmal eine Runde, weil dann haben wir irgendwie 3 Jahreszeiten gehabt. Gestern hatten wir Herbst, heute hatten wir
sommerliche Temperaturen und dann haben wir noch einmal irgendwie Winter. Wie war für dich? Wie war für dich heute? War voll gut. Ich bin richtig abgegangen. Guck mich nicht so an. Ja, okay. Wir gehen jetzt einfach essen, weil ich glaube, die Michi ist ganz verwirrt schon. Und weil sie so viel Hunger hat, will diese verrückte Sachen. Ja. Und, ich bin doch abgegangen. Du bist abgegangen wie Schmidts Katze. Wie Alvin und James. Abends. Gut, Leute, lasst gerne ein Abo da. Abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben nicht vergessen. Ne? Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.